So, was hat noch zu erzählen, Mutti? Artemisia hat ihr Ziel noch nicht erreicht. Sie wird bestimmt wieder meinen Körper benutzen. Diesmal werde ich mich wieder setzen. Wenn das aber nicht gelingen sollte, werde ich wahrscheinlich wieder gegen euch kämpfen müssen. Seid also bereit, meine Seed. Habt ihr bisher etwas von Hexer Adel gehört? Die Herrscherin während des Hexenkrieges wird zurzeit angeblich vermisst. Die Galbadianer dachten, dass ich die Macht der Hexe Adel geerbt hatte. Aber so war es nicht. Ich habe die Macht von einer anderen Hexe übernommen, als ich 5 war. Was sagt uns das? Ich vermute, Adel lebt noch. Deswegen hat Artemisia mich freigelassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nun Adels Körper übernehmen möchte. Adel hat ihre Macht für ihre persönlichen Zwecke missbraucht. Wenn noch die Macht der Hexe Artemisia hinzukommt, nicht auszumalen, was geschieht. Adel hat ihr bla bla bla. Hören Sie ihr gut zu. Man weiß nie, wann sie wieder besessen wird. Gut, tschüss. So, wir müssen noch mit ihr reden. Hab ich doch. Das reicht doch, oder? Wir müssen mit Mama reden, das weiß ich auch. Aber Rinoa. Mama, was weißt du über Rinoa? Rinoa, ist das Mädchen in dem hellblauen Kleid? Ich kann mich schwach entsinnen. Was ist mit ihr geschehen? Auch sie hat gegen dich gekämpft, aber seitdem ist sie regungslos. Ist sie gestorben? Nein! Es tut mir leid, Squall. Ich kann dir leider nicht helfen. Verstehe. Squall, ich kann sie verstehen, aber sie sind der Anführer. Sie müssen den anderen Schülern berichten, was passiert ist. Das ist ihre Pflicht. Wir sollten von hier so viele Infos wie möglich mitnehmen. Es war nicht nur Rinoa, alle haben mitgekämpft. Ich weiß, aber ist kein Wort, was ein Anführer benutzen sollte. Ah! Schließe deine Augen. Artemisia Ziel ist innen. Zum ersten Mal sah ich sie an dem Abend, als ich zum Seed wurde. Wir trafen uns in Timber wieder. Leons Fähigkeit, die Gedanken eines Menschen zurück in die Vergangenheit zu schicken. Artemisia will sich ihre Fähigkeiten aneignen. Zunächst haben wir uns nur gestritten, aber mit der Zeit wurde es anders. Stimmt, sie will ihre Gedanken in eine noch frühere Zeit schicken. Aber was hat sie vor? Unsere Blicke haben sich getroffen. Als ich dich ansah, hast du gelächelt. Eine Zeitkomprimierung. Zeitkomprimierung? Ich war irgendwie froh. Eine Art Zeitzauber. Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart werden zusammengepresst. Was passiert da mit uns? Was hat sie denn davon? Renault, habe ich denn gar keine Chance mehr? Meine zeitkombinierte Welt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hey Squall! Du hörst uns überhaupt nicht zu! Wir müssen verhindern, dass Artemisia an ihr herankommt. Richtig? Richtig, aber wir gehen zum Garten zurück. Wir werden es den anderen erklären. Wir alle machen uns Sorgen um Renault. Dann könnt ihr doch wenigstens... Ach, ist schon gut. Das ist die jetzige Situation. Unser Ziel ist es, Aeon zu finden, bevor es die Hexe tut. Wir glauben, dass sich Aeon auf dem Schiff der Weißen Seeds aufhält. Wir werden dieses Schiff suchen. Wo wird es jetzt wohl sein? Wir müssen erst einmal Infos sammeln. Aber bleibt noch in Bereitschaft. Übrigens befindet sich Edea jetzt in ihrem Haus. Edea ist nicht mehr unser Feind. Wir lassen sie am besten in Ruhe. Tja. Nein. Rinoa ist doch auf der Krankenstation. Ich werde später nach ihr sehen. Na, was, wenn ich dich mitnehme? Das sage ich zwar nur ungern, Scrollen kürzlich, aber ich glaube nicht, dass viele ihr so einfach vergeben können. Karten? Nun gut, ich möchte speichern. Verstanden, so. Zack. Und zack. So, ich glaube, das Schiff der Weißen Seeds liegt irgendwie... Freaking... Irgendwo in so einem Tal hier jetzt irgendwo drinne. Aber ich wollte mir eigentlich noch irgendwas anderes angucken. Nein, nein. Windhill, Delling City, dann war's hier oben. Jo, zum Schumidorf wollte ich gern mal. Mache ich das jetzt noch? Ich mach's jetzt noch. Runterwärts! Oh, Abfahrt. Wir wollten auch gern mal die ganzen... Ich glaube, ich benutze gleich mal die F, wenn ich irgendwo auf Land bin. Weil wir haben ja schon einige, wir haben einige noch gar nicht gesehen. Wir haben eine Menge noch nicht gesehen. Fällt mir so ein. Oh, Mann. Schumidorf auf welchem? Da oben. Ja, muss was sein, Mann. Wo ist denn hier ein Strand? Wo kann ich hoch? Sing ist anstrengend. Hallo, ich will schon da irgendwie hoch, ne? Oder geht das nicht? Das muss doch gehen.
Wo ist denn hier ein Strand? Warum haben diese ganzen Eiswüsten keinen Strand? Na! Ah! Bam, bam. So, dann gehen wir vor Schumidorf. Bam, bam. Das wird das Schumidorf sein. So, einmal absetzen. Und los. Einmal GF benutzen. GF nutzt das Session. Jetzt kommt Odin und macht mir einen Strich durch die Rechnung. Zack. So, ich würde ja am liebsten erstmal Leviathan. So, Cerberus macht keinen Schaden. Und Karbunkel macht auch keinen. Blade Shot. So, und dann machen wir schon mal Alexander. Aua. Blade Schlag. Au. Höllenwache. Boah. Wuff, wuff. Geil. Und ich glaube, jetzt haben wir Doppel und... Nee, Triple wahrscheinlich eher auf uns. Denn das sind Unterstützende. Ah, Doppel und Triple. Unterstützende. Lass den in Ruhe. GF. Genauso wie... Karbunkel. Ich glaube, das gibt uns Reflekt oder so. Na? Hallo? Hui! Swoosh! Alter, wir sind voll gegen dich. Und jetzt noch Alexander. Der haut den wahrscheinlich um. Das jüngste Gericht. Können ja schon mal. Leviathan haben wir noch nicht gesehen. Pixelvögel, Pixelvögel. Alter, was ist denn das? Tüt, tüt. Hallo. Tut, tut. Und Abschluss. Da man so läuft, das am besten. Jetzt geht's los. Voll erwischt. Was soll das? Ja, das war schon... Was? Das Vieh lebt ja echt. Naja, was will man auch machen? Aua. Nein. Squall. Nein. Squall, das war ein Versuchskaninchen. Oh. Mein. Nun gut. Da, 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 bam, bam, bam. Hä? Ja, okay, das war selten dämlich. Bam, bam. Oh, Auge. Kampf. Bam, 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 bam. Und zwar haben wir noch Pandemona. Und Alexander kam jetzt schon. Na toll. Und das haben wir auch noch nicht gesehen. Oh, Squall, du bist so eine Lusche. Nicht auf Squall. Ich, nein, nein, nein. Oh. Wie kann man sowas nur so verdämmen? Okay, wir benutzen die später mal. Ich will jetzt in das Dingen. Los jetzt. Meine Güte. Hallo? Uiuiui. Tüt. Tüt. Muckelgut. Hallo. Willkommen im Dorf des Schumi-Stamms. Wenn ihr ins Dorf wollt, nehmt den Aufzug. Der Drawpunkt. Da ist sehr kurzbar. Wenn ihr ihn benutzen wollt, müsst ihr zahlen. Siehe rechts. Siehe links. Ja? Na klar. Ultim! Oh! Ach, egal was dabei herauskommt. Aber ist doch leer jetzt.
Aber darf ich jetzt mal gucken? Muss ich ja jetzt schon ein bisschen was haben, ne? 29? Wartet. Geht mal raus hier. Kohle. Ah, ich wollte eigentlich ganz raus, aber gut. Vielleicht, wenn wir hier aus dem Dorf uns entfernen, dann wieder. Naja. Auf geht's. Bitte nehmen Sie Platz. Willkommen im Dorf des Shumi-Stands. Aber wir gestatten Ihnen den Auftritt. Genesen Sie Ihren Aufenthalt. Dieser Aufzug wird in Kürze am Dorfeingang ankommen. Tüdüt. Danke. Squall, so mit verschränkten Armen. Wir sind angekommen. Na gut. Ah. Uiuiui. Wo bin ich denn bloß hier gelandet? Oh, Mucke. Diese Melodie. Was, der hört die? Oh. Ihr seht mich nicht, Moment. Hallo! Wir vom Stamm des Shumis lösen Probleme durch Fleiß und Einfallsreichtum. Wollt ihr übernachten? Nee, danke, aber ich würde gerne mal gucken. Tschüss! Oh, süß! Hm? Alter, was soll das? Alter, ich kann ja Mucke hier umstellen. Das ist ja cool. Ich konnte einmal Mucke umstellen. Uiuiui. So. 19 Stunden schon. Uiuiui. Und eine neue Karte. Was gibt die eigentlich? Idea. Königskrone. Aha. Sehr interessant. Keine Ahnung. Oh, schön. Ich bin großer Fan der Melodie. Willkommen im Dorf der Shumis. Dass uns Menschen besuchen, die keine Händler sind, ist ungewöhnlich. Hier werden Geschäfte mit Händlern abgewickelt. Wir handeln mit Steinen. Grabt ihr nach Steinen? Natürlich, niemand errichtet auf Spaß ein Dorf, das 323 Meter unter der Erde liegt. Allerdings ist ein bisschen Spaß schon mit dabei gewesen. Karten? Du kennst ja Regeln, die hier nicht angewendet sind. Zentra-Regeln. Oh, Zentra-Regeln. Das sind dieselben Regeln, die ich vorher hatte. Warum lege ich mich überhaupt darauf ein? Oh Gott, bin ich bescheuert! Oh, ja, der größte Depp im Spielerdorf. Hier, kannst du den zurückholen? Nee. Da kannst du Same damit machen, das sehe ich jetzt schon. Das spüre ich doch. 5-5. Da! Nix da! Nein, ich hab nicht geguckt! Oh. Meine Güte, ist das ein anstrengendes Spiel. 6-2. Nein, klappt nicht. Gut. Gewonnen. Oh, ja. Alles anstrengend hier. Die Plusregel hat sich verweigert. Na super. Ah. Tür? Warum geht's da nicht rein? Ein Vieh! Oh! Übergang! Flup! 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 Hi! Oh, nee, süß! Karten spielen! Ich wäre ein Drawpunkt. Vielleicht wohl später hin. Da war ein Frosch. Ich hab's doch gehört. Da ist ein Frosch! Warum? Als hätte ich das Schloss eingetreten. Eine alte Timbermaniacs gefunden. Gelesen. Hallo? Kommt ihr von draußen? Viele, die hier leben, denken nicht gut über die Menschen da draußen. Ich aber habe gute Erfahrungen gemacht. Ich kam an einen Ort voller Schmutz und Unordnung vorbei. Dort habe ich die Menschen vom Schöpferstamm getroffen. Die Schöpfer haben dieselben Grundsätze wie wir. So schlecht kann die Welt draußen nicht sein. Seit dem Zusammentreffen sind meine Werke von den Schöpfern beeinflusst. Dies zum Beispiel. Ha! Ein Auto. Alter, noch mehr? Hier, als Zugabe. Sie haben gesagt, du bist auch ein Schöpfer. Das ist eine große Ehre. Ich würde gerne den anderen Schöpfer wiedersehen. Ich würde gerne den anderen Schöpfer wiedersehen. Kann ich da ja weglaufen? Tschüss. Richtig gemein.
Neues Haus, neues Glück. Was gibt's hier? Shop? Hallo? Puh, ich hab noch viel zu tun. Und hier hinten? Der sieht ja aus wie Laguna. Sie kennen den Abgebildeten hier? Ah, irgendwie schon. Dieser Mann heißt Laguna Lor. Vor langer Zeit hat ein Moomba diesen Mann gefunden, als er blutüberströmt vor dem Dorf lag. Er ist im schneebedeckten Gebirge ausgerutscht. Wir haben ihn gepflegt, bis er gesund war. Unser Ältester weiß genaueres. Warum fragen Sie nicht ihn? Sie haben diese Skulptur berührt. Hätten Sie Zeit für einen Plausch? Klar. Ich höre jemanden, der von draußen kommt. Sehr großzügig. Großherzig. Der Moomba draußen wird Sie hinführen. Ist es hier Mode, dass man Moombas hält? Halten? Nun ja, es ist sozusagen unser Endzustand. Endzustand? Sie wissen es nicht? Wir vom Schumi-Stamm verwandeln uns nach einer gewissen Zeit. Abgesehen vom Ältesten tritt ein Wandel ein. Wenn man nicht zum Ältesten wird, kommt der Drang zum Schöpfen als rotes Feld zum Vorschein. Die meisten von uns werden zu Moombas. Das weiß doch jeder. Werdet ihr etwa zu Tieren? Was heißt hier Tiere? Es ist sicherlich besser, wenn man zum Ältesten wird. Aber... dieses unerschrockene Gesicht, die kristallklaren glühenden Augen, dieses feuerrote Fell, die stürmisch glänzenden Haare, diese süße, wunderbare Stimme, die kraftvollen großen Hände, der uns von den Tieren unterscheidende aufrechte Gang. Das sind doch alles hervorragende Eigenschaften. Schon gut. Bloß die Klappe. Aber dahinter ist ja noch was versteckt. Folger, oh, warum sind das voll... Das ist ja voll unlogisch. Noch was? Bitte vergessen Sie die Sache mit dem Ältesten nicht. Wenn ich mal Zeit habe, möchte ich hier was schaffen. Oh, cool. Ich mag diese Atmosphäre. Das freut mich doch. Das ist doch schön. Bam, 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 bam. Oh, geht's hier noch weiter? Nee. Okay, zum Ältesten. Ich denke, der Moomba vorne am... Ey. An dem Haus eben wird da... Da wird der Älteste wohnen. Oh, hat sich wer gesetzt. Ultima! Verdammt! Ja, blub. Oh, moin, moin! Willkommen! Dass Sie hier sind, bedeutet, dass Sie den ehrwürdigen Laguna kennen. Herzlich willkommen! Ich möchte Ihnen etwas von ihm erzählen. Es ist schon 17 Jahre her, seit wir ihn gesund gepflegt haben. Er sagte, dass er dabei ist, ein Mädchen namens Elyon zu retten. Sie soll von Esser-Soldaten entführt worden sein. Laguna blieb, bis seine Wunden verheilt waren. Er langweilte sich irgendwie und begann, den Moombas die Sprache zu lernen. Warum sollte er sowas tun? Ich habe ihn das auch gefragt. Er sagte nur, wenn man keine Worte kennt, ist es das größte Unglück. Eigentlich brauchen die Moombas keine Sprache. Die wirklich wichtigen Dinge können ohne Worte mitgeteilt werden. Dasselbe gilt vielleicht auch für uns alle. Er konnte auch nicht richtig erklären, warum er Elyon retten muss. Aber ich... Nein, wir alle wussten den Grund, warum er sich auf die Reise machen musste. Seine Augen haben uns mitgeteilt, was er für Elyon und seine Freunde empfindet. Das ist doch stets so, oder? Vielleicht schon. Warum errichtet ihr dann die Skulptur? Oh, es ist in der Tat wunderlich. Ich weiß nicht, ob Sie das begreifen können. Es schien, als würde Laguna eine starke Energie ausstrahlen. Etwas, was ein Wesen anzieht. Wir wussten nicht, was dieses Etwas war, und deswegen errichten wir die Laguna-Skulptur. Wir denken, dass wir dann begreifen, was uns so sehr angezogen hat. Der Laguna? Ich sollte lieber meinen Senf nicht dazugeben. Ich bitte um Vergebung, dass wir Ihnen Umstände bereiten. Sonst noch was? Ich bin der Sekretär des Ältesten. Schön, dass das so ein Satz für dich. Ich bin der Sekretär des Ältesten. Na gut. Bitte warten Sie. Bitte warten Sie. Sie sind so weit gereist. Ich möchte Ihnen ein Geschenk überreichen. Aber wir vom Schumi-Stamm verschenken nichts ohne eine Gegenleistung. Bitte helfen Sie im Atelier mit. Erst danach kann ich Ihnen das Geschenk überreichen. Atelier? Dort wird gerade an der Laguna-Skulptur gearbeitet. Wir möchten in Kürze die Arbeiten abschließen. Okay. Das können wir ja machen. Na? Was denn? So sollte das sein. Ja.
Hey, wir wollen helfen, wie können wir machen? Hallo? Ich habe eine Frage, ich soll helfen. Der Älteste hat es gesagt. Ach, so ist das also. Welch eine Ehre, ein seltenes Geschenk. Ich habe verstanden, bitte helfen Sie mir bei der Arbeit. Wie Sie sehen, habe ich den ehrenvollen Auftrag, die Laguna-Skulptur anzufertigen. Nur, mir fehlen einige Steine, die ich für den Feinschiff benötige. Bitte suchen Sie sie im Dorf, na gut. Bitte suchen Sie nach dem Schatten, Wind, Lebens, Wasser und dem blauen Stein. Ich habe keine Ahnung von Steinen. Die Namen der Steine sagen alles. Sie brauchen nur an Stellen zu suchen, die Ihnen verdächtig sind. Wenn Sie wirklich Schwierigkeiten haben sollten, fragen Sie einfach den Experten am Dorfeingang. Fangen Sie am besten mit dem blauen Stein an. Der hier ist blau. Hey, sag bloß, dass das hier der blaue Stein ist. Richtig, genau. Jetzt erinnere ich mich, hatte ihn ja schon hier. Den können wir also abhaken. Als nächstes der Windstein. Oh, so ein Trottel. Okay, dann... Ich mag diese Atmosphäre, ja, schön für dich. Dann schauen wir mal. Im Dorf ist er zum Glück nicht so groß.